Freunde des Geiles und Sports, willkommen zurück hier bei Bud Spencer und Terence Hill, Slaps and Beats. Ja, wie ihr hört, die Musik geht jetzt schon wieder gut los, ich krieg schon wieder Laune, Alter! So, dann. Wir haben ja beim letzten Mal, okay, wir können nach so einer jede Episode uns auswählen, mit welchem Charakter wir spielen wollen. Alles klar. Für euren ersten Film wartet ihr richtig gut. Sorry. Ich habe gerade frisch gefrühstückt und ich habe einen Kloß im Hals. Ja, okay, aber was ist mit der Bezahlung? Wo sind die Kohlen? Ja, das interessiert. Ja, natürlich, ihr habt das Geld verdient. Meine Assistentin Sophia erwartet euch mit dem Scheck im Büro. Okay. Ah, die schöne Miss Sophia. Worauf warten wir noch? Lass uns gehen. Hey, gehen wir mal da lang. Was? Ja, ja. Bist schnell unterwegs, die zwei. Ja, sicher. Riesenerfolg. Außerdem hört sich das Slaps and Beats meiner Meinung nach. Hey, hast du das gehört? Fräulein Sophie ist beschäftigt. Komm morgen noch mal vorbei. Was? Hast du das auch gehört? Vielleicht ist sie in Gefahr. Mach mal Platz, wir müssen da rein. Werdet ihr sonst ungemütlich? Wir? Fall nach unten, aber passiert nichts. Nun, wir werden sogar sehr ungemütlich. Alles klar, Jungs. Plan B. Die zwei wollen es auf die harte Tour. Okay. Haha. Oh, scheiße, ich hab den falschen geschlüppelt. So, jetzt kriegt der Dicke. Er kriegt einfach noch von einem auf die Obbe. Was willst du denn eigentlich? Ruhe, Puff, Licht, aus. So. Weg damit. Das ist mir das Video so geil, ey. So episch, ey. Hm? Alter, was ist denn hier los? Sie entführten unsere Kohlen. Wow! Schnell! Was ist das für eine Pepole? Ach Mann, du sollst doch nicht den Falschen einkloppen. So, was zur Hölle ist denn hier passiert? Sind die alle durchgeknallt? Oh, wie die Musik ist so geil. Kennt ihr das? Glaubt Miami Cops ist das. Ich sag dir, was los ist. Die Typen haben gerade unser Geld entführt. Und meine Freundin. Wow. Deine Freundin? Sie hat nicht mal mit dir gesprochen. Worte sind nicht so wichtig. Nach dem Casting hat sie mir in die Augen geschaut und mich angelächelt. Wir müssen den Regisseur finden, um ihm erzählen, was passiert ist. Weil der Regisseur haben sie was. Du bist. Wo kommen die alle weg, ey? Oh. Gönn dir das Bier, Terence. Okay, wir werden komisch hin. Oh! Wo hat er es sich? Sicher, Chef. Was? Nein, doch, rechts im Büro. Okay, lauf wieder. Nein, er ist hier. Stopp.
Warum laufen die beiden eigentlich noch frei herum? Er greift sie und dem Regisseur, bla bla. Das geht wieder so schnell. Sah der eine gerade aus, als hätte er das Glas auf dem Kopf gehabt? So macht man das. Einfach mit dem Glas vorne Schnauze hauen. Also man will nicht, dass wir den Dreh, der Film, das Spiel. So, leg dich schlafen. Du kommst lieber von hinten, du. Jawohl, Terre. Holst du dir mal das Bier? Sind sie weg? Ja, und du hast uns einiges zu erklären. Wir haben Sophie entführt und die Hälfte der Leute am Set waren deren Komplizen. Das haben wir auch gemerkt, Woll. Und unsere Kohlen, sie haben sich auch entführt. Gestohlen ist der richtige Ausdruck dafür. Meine Kohlen haben auch Gefühle. Für mich ist es eine Entführung. Punkt. Kann ich also gehen? Nein. Okay, ich werde euch alles sagen, was ich weiß. Und das hört sich gut an. Der Film, die Crew und das ganze Set wurden von einem gewissen Tango finanziert. Tango, mein kleiner Schnuckelscheißer. Im Gegenzug für das Geld stellte er zwei Bindungen. Also der Django, Giuseppe, ich habe den zweiten Teil von der Aufnahme jetzt hier, so heißt er, Petuzzi, irgendwas. Er wollte das Mädchen und die ganze Crew für den Film haben. Er wollte auch zwei Schauspieler für die Hauptrollen auswählen, aber die sind nie erschienen, also haben wir euch genommen. Aha. Dieser Tango gibt zuerst Zaster und dann entführt er es wieder. Offenbar scheint er mehr an dem Mädchen interessiert zu sein als an dem Geld. Der Einzige, der ständig vom Mädchen redet, bist du. Wir müssen also diesen Tango finden. Haben Sie keine Ahnung, wo der Kerl steckt? Heute findet ein Autorennen statt. Der Tango wird den ersten Preis persönlich den Gewinnern überreichen. Oh, nun, worauf warten wir? Lass uns dieses Rennen gewinnen. Aber wir haben doch keine Autos. Noch nicht. Warum haben wir schon wieder... Das geht so schnell. Das hätten sie mal ein bisschen langsamer machen müssen. Okay, Level complete. Wie wat? Attacken 115, 212. Alles klar, 40, 76. Terrence, du Arsch. Aber Gesamtpunkte waren wir besser. Bierchen und Würstchen. Das klingt gut. Das hatte ich gestern auch. Oh, hello, my bargain. Gib mir das Auto. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Bleiben wir in der Geschichte. Bier und Würstchen. Okay, laufen wir. Lass mich das machen. Hallöchen. Alle Rennfahrer können eintreten. Halt, nur Rennfahrer. Okay, alles klar. Wir sind Rennfahrer. Dann kommt die nächste Runde mit euren Autos her zurück. Klar, machen wir. Vielleicht können wir in der Zwischenzeit die Strecke mal testen. Langsam verliere ich meine Geduld. Kommt zurück mit euren Rennautos. Verschwindet jetzt. Okay, das lief jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ah, wirklich. Was ist los hier, Bruchpilot? Wollt ihr ohne Autos zum Rennen? Und wer seid ihr?
Wir sind echte Rennfahrer, ausgewählt von Tango, Gewinner der letzten drei Meisterschaften. Okay, dann wird es Zeit, dass wir das ändern. Kommt wieder, ihr Verlierer, wenn ihr gelernt habt zu fahren. Denkst du, was ich denke? Hey, ihr dürft hier nicht antreten. Ich denke doch. Das Spiel. Und die waren doch ganz nett. Die haben uns sogar ihre Autos geliehen. Ja, wir mussten nur freundlich fragen. Perfekt. Wir sind bereit für das Rennen. Ich kann nicht lachen. Ich fahre. Wollen wir die Karten entscheiden lassen? Nein. Ach, soll das heißen, dass ich ein Fallspieler bin? Ja, ein sehr guter sogar. Genau das will ich sagen. Wollte. Warum veranstalten wir nicht ein ehrliches Tauziehen? Nee. Weil ich zu stark für dich bin? Ja. Genau das wollte ich sagen. Ich habe eine Idee, wir lassen Bier und Würstchen entscheiden. Sehr schön, und wann geht's los? Drücke die Knöpfe zur richtigen Zeit, um zu essen. Trinke Bier, um die Geschwindigkeit. Ach, ich bin ja Buddy. Ach. Jetzt habe ich verstanden. Ich habe die ganze Zeit auf Terrence geguckt. Ach, ich muss auch noch, das muss ich auch noch drücken. Oh, Feier, ey. War jetzt knapp. Nein! Trinke! Eieiei. Links, rechts, unten, da. So, da. Oh Mann. Geht's da nicht noch ein bisschen schneller? Oh, Y. Ich drück doch. Oh, Alter, geht da. Eieiei, geht das aber schnell. So schnell kann ich gar nicht drücken. Boah. Ich drehe gleich am Rad. Schaffe ich nicht. Das ist. Wie soll ich das denn alles drücken? Hallo, immer auf damit. Soll das ein Witz sein? Hier, ich drück. Alter. Wer denkt sich denn sowas aus? Das ist ja was für. Drück einfach alles zusammen, das ist mir egal jetzt. Ja, diese Aktionsspiele, die sind jetzt nicht so mein. Ich hab doch B war jetzt. LOL!
Ich drück noch, ey, dieser Controller geht mir auf die Nüsse gerade. Scheißteil. Er ist schon gut malträtiert worden von mir. Oh, dieses Umdenken. Es ist absolut. Ja, was soll ich denn drücken, wenn er am Trinken ist? Da kann ich nicht drücken. Das ist so, das Kästchen hätten sie mal größer machen sollen. Und A, runter, X. Bei mir ist X auf PlayStation Controller ist halt unten, wo es A ist. Also es ist total irgendwie, ich finde scheiße gemacht. Alles von Xbox. Komm, trink. Ja, da drücke ich wieder genau die falsche Taste. Das ist doch zum Kotzen, ist das doch, ey? So, saufte ja. Ah, ja, genau, drück wieder die falschen Tasten. Wenn du dann einmal da in so einem Lauf drin bist, ist das voll für einen Arzt, ey. Ah, da wieder zu früh. Geht's ja nicht noch ein bisschen schneller? Hallo, langsamer. So schnell kann der Virus nicht. Was? Hab gewonnen. Hey Keule, ich bekomme einen Haufen Bananen. Okay. Wir haben es geschafft. Gut, sei Dank. Boah, das war jetzt aber auch. Das war nicht. Also. Hui. Rennen. Machen wir das Rennen, Leute.